Hi, schön, dass ihr einschaltet. Heute gibt es keine Hardbits-Folge, sondern ich bin unterwegs und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit in meinem wunderschönen Hotelzimmer hier, um euch meine Reisekosmetik zu zeigen. Also ich habe ein prall gefülltes Kosmetik-Etui. Es ist eigentlich ziemlich egal, ob man für einen Tag verreist oder 7 oder 20. Man braucht immer so ein Basis-Equipment. Also erschreckt euch bitte nicht, ich bin Beauty-Blogger auf Reisen. Morgen gibt es ein Event und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich mitgenommen habe. Also an dekorativer Kosmetik. Es ist ziemlich viel, weil ich mir immer denke, was passt, passt rein. Das, ob ein Stift mehr, das nimmt keinen Platz weg. Und ich gehe dann immer lieber auf Nummer sicher, weil wer weiß, wie ich morgen Bock habe. Ob ich auf ein Smoky Eyes Lust habe oder vielleicht doch ein bisschen nuder. Und daher habe ich mir einfach eine kleine Auswahl. Aber es sind oft dieselben Produkte, die ich mit auf Reise nehme. Ich habe so einen inneren Kreis der Reisekosmetik und da rotiere ich einfach immer so ein bisschen nach Lust und Laune. Ihr findet zu einzelnen Produkten eine Review. Ich werde das nachträglich noch in die Infobox einfügen, werde es aber von hier aus leider nicht schaffen. Das heißt, wenn euch etwas ganz, ganz besonders interessiert, dann tippt einfach auf www.magimania.de in die Suchmaske einfach das Produkt. Wenn es nicht da ist, dann kann es natürlich auch sein, dass es keine Review gibt. Aber legen wir einfach mal los. Die Sonne hat mir schon eben einen kleinen Streich gespielt. Ich hoffe, ihr kennt alles, aber ich glaube, die meisten Sachen werden euch auch so ein bisschen was sagen, wie zum Beispiel mein Revlon Just Kitten Kissable Balm Stain Intermittent. Den kennt ihr ja schon vielleicht aus meinem Sommerlippen Gimme 5. Schaut euch das Video gerne nochmal an. Der muss mit. Also der ist eigentlich immer in meiner Handtasche. Immer, immer, immer. Und auf meinen Lippen befindet sich ein limitiertes Produkt aktuell. Catrice Wet Shine Stain Long Lasting Lip Lacquer in Fatal. Ihr findet ihn auch derzeit auf meinem Instagram-Account. Dort habe ich vorhin vom Bahnhof noch Bilder gemacht. Und der ist einfach so schön, aber ein bisschen schwierig. Aber ich werde mich jetzt nicht verzetteln und hier anfangen, Kurzreviews zu machen, weil sonst dauert das Video ewig. Auf jeden Fall ist er mir leider so ein bisschen in die Lippenrillen gehüpft. Naja. So, das ist mein Etui. Ich habe, ich nehme das doch schon häufiger. Das Gute ist, dass man da alles so schön ordentlich einordnen kann. Der Nachteil ist, dass ich mich dabei dann eben auf hauptsächlich kurze Pinsel beschränken muss. Das ist eins von Matora. Das ist irgendeine spanische Marke. Die haben mir das Etui mal vor Jahren zugeschickt. Aber jetzt mal zum Inhalt. In einem Fach sind halt so Gummis, wo man Pinsel reinstecken kann. Aber ich habe da natürlich auch so die stiftartigen Produkte. Da lege ich doch direkt mal los mit dem NARS. Wer ist er? Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base das allererste Mal mit. Sonst nehme ich immer die UDPP. Einfach, ne, Urban Decay Primer Portion, da lasse ich nichts drauf kommen. Aber diesmal wage ich einfach mal einen anderen. Eben von NARS, der Radiant Creamy Concealer in Vanilla. Noch schnell, so alles war schon gepackt. Oh nein, Concealer vergessen. Das wäre echt nicht funny geworden. Das heißt, ne, den habe ich mit. Dann habe ich ein paar Eyeliner, so je nach Geschmack, einen schwarzen, so ein Filz-Eyeliner, Gothmatic Extreme Liquid Eyeliner, den mag ich sehr, sehr gern, angesteckt von Reni, Art Deco Liquid Star Eyeliner in 32, das ist halt so ein Violett, den findet ihr auf jeden Fall auch schon auf dem Blog, leider eins limitiert, tolle Farbe, sowas könnte Catrice echt ins feste Sortiment aufnehmen, das ist der Liquid Liner aus der Welcome to Las Vegas Kollektion, der Name Drama Queen, der ist wunderschön. Dann für das Innere mein allerliebsten. Also der ist wirklich mein absoluter Lieblings-Waterline und leider auch limitiert gewesen. Der Estee Lauder Pure Color Intense Kajal Eye Crayon in Dramatic Teal, auch auf dem Blog. Ich muss den nicht einmal anspitzen, dabei benutze ich den rauf und runter. Also love, big, big love. Dann habe ich zum Test sogar was mitgebracht, das habe ich noch nicht am Lid probiert, den Smashbox Waterproof Shadow Liner aus der aktuellen Kollektion in Black Gold. Klingt schon sehr nach mir, nach meinem Geschmack. Ich weiß halt nicht, wie gut er deckt am Lid. Das will ich mal probieren und ihn mit einem der mitgenommenen Lidschatten kombinieren. Für die Augenbrauen mein Miu Biu Augenbrauengel in 3, wobei ich glaube, es gibt keine anderen. Das ist das Braun. Und zwei Mascaras, einmal die MAC, die böse MAC, die ihr in den Mascaras of August sehen könnt für Drama. Und ich hoffe, sie macht mir nicht wieder so etwas, wie was ich im letzten Video zeigte. Und meine derzeitige Reisemascara, die ist auch eigentlich immer in meiner Tasche,
falls ich mal vergesse, meine Wimpern zu tuschen. Hypnose Doll Eyes von Lancôme, weil die halt super zuverlässig ist. Die macht halt kein Drama bei mir, aber sie krümelt nicht, sie macht kein Bebe, sie verklebt nicht. Also es ist so ein zuverlässiges Produkt und etwas Schwarzes auch fürs innere Augenlid. Den Art Deco Soft Eyeliner Waterproof in 10 Schwarz in der aktuellen Kollektionsvariante. Ich habe 4 lange Pinsel trotzdem eingepackt, die dann so ein bisschen aus dem Etui herausragen. MAC 217, 239, den MAC 275er. Den werdet ihr, also die kennt ihr ja schon aus meinem letzten MAC-Pinsel-Video und der wird dann im nächsten dabei sein. Also schaltet sonntags zum Pinselserie ein. Und das ist einer, den gibt es hier in Deutschland leider nicht. Muss man mal gucken, so im Hintergrund, ne? Von Sonja Kerschuk aus den USA. Ist schon so ein cooles Teil. Ist das erste Mal mit auf Reise. Ich bin mir auch noch nicht gar nicht so sicher, ob das eine gute Wahl war. Ja, und dann drinnen noch so ein paar Pinsel, also so Pencil Brushes und so kleine Pinsel für Innenwinkel, sowie für den Tarte Pinsel für Make-up. Für Puder habe ich den MAC 229er SH und den 169er SE für das Rouge. Wozu wir denn jetzt auch hoffentlich kommen, ganz schnell. Ein paar Eyeshadows habe ich mit, einzelne, den Catrice. Hat er hier den Namen? Limited Edition Spectacular Art Pure Chrome Eyeshadow. Ich glaube, hier waren die Namen nicht drauf gedruckt, aber der passt halt, wie gesagt, super zu diesem Smashbox Pencil. Und auch immer sehr gerne mit auf Reise der Smoke Ruby von MAC, leider auch Limited Edition, ist halt mit so einem roten Pearl. Super Teil. Ja. Noch mehr für die Augen ist meine NARS American Dream Palette, die leider limitiert war. Also Nude, aber halt eben so ein bisschen anders. Das sind aber durchaus Farben, die gibt es halt einzeln und in Duos auch permanent erhältlich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob hier was Limitiertes drin ist. Schauen wir mal. Nee, ich glaube, die sind alle permanent. Die mag ich dafür sehr gerne und ich nehme die NARS Paletten so grundsätzlich gerne mit, weil sie sehr stabil und robust sind, aber trotzdem flach und effizient befüllt. Kein Schnickschnack für Pinsel und so etwas. Dann habe ich es mir nicht nehmen können, noch eine weitere Palette einzupacken, nämlich diese ebenfalls einstmal limitierte Estee Lauder, jetzt muss ich den super langen Namen vorlesen, Pure Color Violet Underground Cyber Metallic 5 Color Eyeshadow Palette. Yay! Ich liebe ja die Gelee Lidschatten, das ist die aus dem letzten Weihnachtskollektion und ja, halt so mit Schwarz, ein bisschen Pink, wer weiß, was ich schminken möchte. Und ganz viele Highlighter, ich habe einfach mal alle eingepackt. Zu dieser Palette wollte ich sehr gerne ein separates Video machen. So, kommen wir zu den Wangen. Ebenfalls oft auf Reisen, eigentlich glaube ich immer. Ein NARS Duo mit Albatross und Sin, weil es einfach gleichen Argumente wie eigentlich bei der Eyeshadow Palette. Einen Rotton, nämlich auch MAC Merrily. Ich glaube, den kennt ihr auch aus meinen 5 liebsten Blushes Video. Ist wirklich Hammerton. Und meinen geliebten Stila Custom Color Blush Self Adjusting Pink, weil der halt so praktisch flach ist. Den kannst du mal mit dazu schmeißen, der nimmt keinen Platz weg. Ist trotzdem eine Hammerfarbe, findet ihr ebenfalls auf dem Blog und der ist nicht limitiert. Yay! So, und Emote wieder limitiert, allerdings identisch mit dem Taupe aus dem Pro-Sortiment. Oder gibt es den auch im regulären? Allerdings hat der eine deutlich bessere Textur. So, ja, das war das Etui. Und ich gestehe, als es kurz vorm Platzen war, musste ich noch ein paar Sachen reinstecken. Nämlich natürlich Revlon Smitten. Kennt ihr auch aus einem der letzten Videos. Primer habe ich auch angepackt. Den benutze ich nämlich gerade auch ergänzend zur Pflege. Das ist der Smashbox Photo Finish More Than Primer. Naja, Blemish Control, das ist einer mit BHA in 2%iger Konzentration, was ich super finde. Aber zu diesem Thema komme ich gegebenenfalls noch ein anderes Mal. Für die Lippen, ihr habt gemerkt, noch nicht, doch, ein paar Sachen habe ich schon gezeigt. Also Nude muss auch dabei sein, da habe ich Incognito Dior Addict Extreme. Finde ich ganz toll, die Farbe als Nude-Ton, aber ich habe schon so lange keine Nude-Farben getragen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch mag. Aber ne, auf Reise vorsichtig und gerade bei mir eingetroffen. Ganz, ganz frisch, musste ich unbedingt einpacken von Lime Crime. Einmal die Velvetines oder Velveteens, keine Ahnung. Den Red Velvet, das ist so ein matter Lip Cream. Und endlich ist er mein, der Carousel Gloss
in Candy Apple. Da bin ich echt sehr gespannt, wie der an mir aussehen wird. Ja, und sonst habe ich halt nur so Pflege. Ach so, und Puder habe ich von MAC. Das Transparente mit einem Mini-Kabuki von Dior. Ein bisschen was zum Desinfizieren. Und Foundation, habt ihr es gemerkt? Wäre noch gar nicht bei. Und zwar abgefüllt in einem Töpfchen. Meine Supermischung mit einer Diane Foundation und einer von Paul & Joe. Auch dazu gibt es einen Beitrag. Mein dynamisches Foundation-Duo sucht danach. Es ist so traurig. Wenn die alle ist, ist die beste Foundation in meinem Bestand weg, die Diane Brill. Und die nehme ich sehr gerne mit zu Events, weil die halt hält. Die hält, die deckt und die hält. Jupp. Und alles andere halt ist so Nagelcreme und was weiß ich. So, das Video ist schon tatsächlich sehr, sehr lang geworden. Ich hoffe, das ist ein adäquater Ersatz für die Hardbits. Ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Also nicht erschrecken, dass es so viel ist. Aber ne, wenn man zu einem Beauty-Event fährt, dann muss man natürlich auch ein bisschen gewappnet sein. Und ich habe natürlich da jede Menge Spaß daran. So, und jetzt wollte ich noch unbedingt ein bisschen shoppen gehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet alles erkennen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann in super Beleuchtung. Also schaut vorbei auf Instagram. Da werde ich sicherlich von den Tagen ein paar Fotos einstellen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut!